Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von mir von Super Smash Bros. Wii U. Und zwar geht es mir dieses Mal um ein besonderes Thema. Und zwar Lucario Mayor. Nun, ich kann mich noch erinnern, vor rund einem Jahr lernte ich Lucario Gamer kennen. Das war noch zu Zeiten von SSBB. Und ich wollte eigentlich früher nicht so wirklich was wissen von mit Freunden spielen. Ich habe mich immer 4 Jahre am Stück mit dem Standardball begnügt. Bis ich auf Lucario Gamer, oder besser gesagt auf Pascal traf. Und dann auf Robin und Corey und noch vielen, vielen weiteren ganz, ganz lieben Freunden. Also auf jeden Fall, zu dem Thema Lucario Manor. Nun, es ging 1-2 Monate, nachdem ich Pascal kennengelernt hatte, da träumte ich von einem Lucario im Mondschein. Ich begann somit, Lucario zu mähen. Ihr müsst denken, ich habe in der Zeit eigentlich vorher nur 4 Jahre lang Peach gemaint. Lustig, oder? Nun, und in diesem Video geht es mir darum, ein paar Mitschnitte zu zeigen. Entschuldigt, dass ich nicht gleich auf den Punkt komme. Ich möchte euch ein paar sehr, sehr gute Lucario-Mainer zeigen. Diese Lucario-Mainer hier sind absolut keine Mobs. Es sind Lucario-Mainer, an denen man sich wirklich ein Beispiel nehmen kann. So, und was habe ich hier? Mit welcher Aufnahme fange ich an? Wir fangen ganz unten an. Ah, meine ersten Kämpfe, ja. Ah, der Kampf war auch schön. Meterknall-Kampf. Oh, ich hasse es, wenn das System die Videos nicht einzeln anpeilt. So. Na, na, na. Zu den Videos komme ich nachher. Maxi, das ist echt geil. Also, ich selber habe ja schon gegen den Lucario Mainer FBI alias Alexis gekämpft. Und er ist wirklich wirklich der beste Lucario Mainer aus Chile. Ich meine, klar, das kann jetzt jeder behaupten. Aber er stellt es unter Beweis auf Offline-Turnieren, auf Online-Turnieren. Ja, und er veranstaltet unter Facebook selber auch Turniere. Und ich fange einfach mal mit den 2 Lucarios an, die was meine Zuschauer wohl am meisten kennen. Nämlich Lucario Gamer und meine kleine Luna. Tja, in erster Linie muss ich mich entschuldigen. Ich war dafür zuständig, keine Omega-Stage genommen zu haben. Ich habe nicht aufgepasst. Ich fand den Kampf so lustig. Ich kannte die Stage da noch so schlecht.
Oh, ich sehe, ich habe hier im Lunkloch mit Lucario gespielt. Ich hatte so Angst vor diesem Stage in dem Moment. Und Pascal gibt mir hier natürlich auch mal. Zack, und da kriege ich schon mal eine gut getimte Ohrensphäre. Ja, stimmt. Lucario kennt wir Dawn wirklich in der Regel seltsamerweise irgendwie lange. Ich möchte ganz klar in diesem Video Mega loben. Es sind ungefähr 3 Jahre. Nein, es sind gerade nur 2 Jahre, wo Pascal Lucario meint. Auf jeden Fall, er ist ein ziemlich guter Lucario-Nailer. Und das, was er in 2 Jahren gelernt hat mit Lucario, das macht ihn erstmal ein und nach. Das muss ich echt sagen. Zack, und er versucht mich immer wieder mit der Rettung hier zu erwischen. Das war gerade synchron. Sag, du kommst hier nicht durch. Aber ich wollte es auch testen. Und bin dafür gestorben. Das hat weh. Wie er es getestet, ob die Schwerter verletzen. Obwohl, nein. Ich weiß. Er hat seinen Schadenswert erhöht. Denn je mehr Schaden Lucario hat, umso mehr Schaden bietet er an. Hat Lucario wenig Schaden, hat er weniger Kraft. Seine Kraft wird immer stärker, je mehr Schaden er hat. Also ist er damit sogar doppelt so stark. Und das macht Lucario umso gefährlicher mit Aura-Attacken. So, und jetzt stehe ich gerade. Pascal hat die 3 Stocks, ich habe nur noch einen. Ah, habe ich da einen nicht gebaut. Pokémon Carlos Liga Region. Also, ich mag diese Stage wirklich sehr. Zack,
Den hat die Konter erwischt und der ist noch mit dem Schwert reingegangen. Wenn das mal nicht geht hat, dann weiß ich auch nicht. Wow. Also der erste Kampf ging nicht in 10 Minuten. Obwohl, nein, so 8 Minuten rum. Ich habe hier auch schon ein bisschen viel geredet am Anfang. Oh wow. Oh, mit dieser Attacke im Hintergrund. So nice. Die Pflanzen mit Oho im Hintergrund. Größer. Und jetzt hat er mich erwischt. Nicht zu unterschätzen, Luga. So, kommen wir zum nächsten Kampf. Und zwar... Genau, den ersten Kampf. Terminator. Und zwar ist dann mit Kluga gemeint, damit ihr das nicht missversteht. Gegen FBI. Die zwei haben wirklich sehr tapfer gekämpft in diesem Kampf. Ja, Lexus kämpft mit Lucario. Das ist einfach nur toll. Ich weiß nicht, sein Kampfstil einfach nur drauf. Ja, die zwei, die schicken sich hier gerade gar nichts. Ich fand den Kampf wirklich sehr, sehr spannend. Schaut mal, sieht ja fast gleich aus. Naja, fast. Warum hat er jetzt eigentlich nicht den Back Air versucht? Autsch. Und nochmal aus.
Die hat gut gesessen. Und was mir jetzt in diesem Kampf eindeutig auffiel, ja, Alexis wurde jetzt erstmal zickig. Entschuldigt, wenn ich immer Alexis sage, obwohl es hier um die Spieler FBI geht, aber FBI und Alexis sind nun mal die eine dieselbe Person. Ich glaube, es ist echt klug, wenn man mit Lucario mehr am Boden kämpft. Ich meine, es gibt zwar schöne Kombos in der Luft, aber irgendwie, je öfters ich springe mit Lucario, umso mehr geht es in die Hose, fällt mir auf. Also lieber auf dem Boden bleiben. Naja, oder wer weiß, ich bin mir nicht sicher. Aber wenn ich so Alexis beobachte, dann habe ich das Gefühl, das ist vielleicht keine so schlechte Idee, in der Boden zu kämpfen. Mit Lucario. Was meint ihr dazu? So, und hier kommt mein Rematch. Nicht zu verwechseln, das letzte Mal, als ihr den Kampf gesehen habt, da waren es auch drei Spieler, aber es waren nicht drei Lucarios. Ich glaube, die Strategie gerade eben war echt klar, was er versucht hat. Er hat mich gegriffen und hat gewartet, bis ich mich befreie von alleine. Damit er die Aura-Sphäre in mich reinschießen konnte. Aber die Strategie ging nicht ganz auf. Butsch, das war so nicht geplant. Dass es immer noch geht, dass man auf die Charaktere treten kann. Warum eigentlich? Ich finde diese Funktion nutzlos. Yay, und das ist auch so eine schöne Kugelstrategie von Alexis. Er springt hin, legt die Aura-Sphäre, aber genau in der Hoffnung, dass ich mich in der Aura-Sphäre verfange, während die Zeit ist sie auch nicht. Ja, ja. In diesem Moment wirkt es für mich so, als ob er einen kleinen Schreckweg bekommen hätte. Und
wie vorsichtig er auf einmal wird. Immerhin, in dieser Lage hat er ein Problem. Ich hatte immerhin mit Lucario 124% und er hatte wenig Schaden. Aber ihr wisst ja, das kann sich schnell wenden. Diese Kombos jetzt immer. Ich glaube, es hätte nicht gut sein. Ich glaube, die hatten wir doch eindeutig versucht, uns in die Ecke zu drängen. Den Fehler und andere Kante, dass ich ihn da nochmal erwische, wollte er wohl kein zweites Mal erleben. Bitte wichen diesen Kampf um zu überleben gekämpft hat. Das heißt, um den Sieg besser gesagt. Wenn ich diesen Kampf so betrachte, kommt ich das an, war doch ein innerer Nervenkrieg. Und ich meine, das ist doch echt mal ein Unterschied, ob Mobs kämpfen oder welche, wo sich mit Lucario auskennen. Ich bin wirklich keine extrem starke Lucario-Mainerin. Überhaupt bin ich vielleicht die einzigste, wo Lucario main als Mädchen? Und jetzt krieg ich. In diesem Moment habe ich echt mich hat der Mut verlassen. Das sieht man eindeutig, wie ich hier nervös werde. Und ihre Reichweite von der Aura beheimischt auch geht über die Hälfte der Stage. Bei diesem hohen Schaden, wo er gerade hat. Ich hätte es anders regeln sollen. Doch ich hatte Angst. Ja, das hat weh. Ich fiel auf den Boden auf und starb. Schade, schade.
weiter geht's. Kommt jetzt sogar noch ein Kampf. Mit mir, Robin, Lucario Gamer und Maxi. Ein Teamkampf, an den ich mich so gerne erinnere. Robin wäre bestimmt ein sehr, sehr guter Lucario-Mainer. Doch ob er das auch wirklich möchte? Ich finde jedenfalls seinen Technik-Skill ziemlich gut. Ich war hier im Team mit Maxi. Team Rot. Ich denke mal, ihr kommt bestimmt jetzt gerade ein bisschen durcheinander, weil es hier zwei schwarze Lucarios gibt. Meine Güte, ich verspreche euch, ich werde das nächste Mal dafür sorgen, dass wir ein Vierer bei YouTube Team Cup machen. Hier mal wieder abgeht. Lucario, Lucario, ja, wer denn sonst noch dies versteht? Oh, verdammt, das ging sehr daneben. Und ich komme dazwischen rein. Ich dachte einfach nur, nein, ich konnte nicht mal springen und ich gerate da rein. Ich konnte auch nicht blocken in dem Moment. Ich meine, ich fiel ja runter und hatte keinen Sprung mehr. Das war fies. Aber das war auch nice. Zack. Sag mal, können wir die Lucarios noch durcheinander auseinanderhalten? Bei diesem heillosen Chaos? Ich könnte es nicht verübeln, wie ihr durcheinander kommt. Ich werde wohl nachher noch einen direkten Teamkampf für Lucario zeigen. Da seht ihr den Unterschied zwischen Profis und Nicht-Profis. Die Aura-Speed-Rettung, die kann gerade wegen diesem Megaspeed gefährlich daneben gehen.
Maxi versus FBI. Kommen wir zu einem weiteren schönen Kampf, und zwar zwischen Maxi und FBI. Und eins sage ich euch, als ich diesen Kampf zugeschaut habe, es war einfach nur so geil. Guck mal, FBI geht ab die Schnitzel. Und Maxi gibt ihm gleich mal eine zur Begrüßung. Ah, diese Technik von FBI. Das habe ich schon mal gesehen, und zwar bei Luva. Er trifft fast immer sauber. 2 bis 3 Mal. Und? Schaut mal, er folgt auch gar nicht.
Ich finde es immer wieder so geil, wenn ich den Kampf sehe. Ich habe da wirklich extrem mit dem Fieber bei ihm. Warum seht ihr dann? Ein schöner Versuch, hat aber nicht geklappt. Und der Treffer, der saß richtig ordentlich. Und jetzt seht euch das an. FBL kriegt hat mal ordentlich Schläge. Und dafür, dass Maxi das erste Mal gegen ihn kämpft mit Lucario. Alle Achtung. Aber psst. Seht selbst. Au, das tut echt weh. Also ich hätte das gerade eben direkt mit einer Schmelzattacke ausgekommen, weil das hätte so ordentlich wehgetan. Ich sag grad einfach nicht, ich finde diesen Kampf so nicht geil.
Verspeik. Tja, das war ein heftiger Abschluss. Aber eines muss ich echt sagen. Von allen Lucario-Mainern, die das erste Mal einen Fight gegen Alexis gekämpft haben in Lucario versus Lucario, hat sich Maxi doch am besten geschlagen. Also für die erste Begegnung meine ich. Und ich sage euch, das macht ihn erstmal einer nach. Wirklich, er hat zwar verloren, aber wirklich, er ist mit Würde hier raus gestorben. Ich finde, da können sich vielleicht eine Scheibe davon abschneiden. So, und nun zu den nächsten Kämpfen, wo ich dann zeigen wollte. Was sehe ich hier? Hier ging es auch rund. Ich habe Luna rausgeholt, meine Lucario, weil ich nämlich schon einen zweiten hier gesehen habe und ich habe gehofft, mit einem Lucario im Team zu kämpfen. Und dann waren es auf einmal drei. Okay, und ich habe hier gerade die Reaktion gebracht, hey, der Spieler hier reagiert nicht. Und ich schlage ihn ungern. Gegner, die hat nicht mehr hier. Ich will das auch nicht. Ja, kein Sau, ich hab aufgepasst. Er greift mich nicht an im ersten Moment, er war gerade ein bisschen wo WTF, was geht denn hier jetzt ab gerade hier? Autsch. Solange die Arme. Da habe ich mir auch gedacht, oh verdammt, meine Mega Evolution löst sich auf und da kommen die Fahrzeuge. Mädchen springen sofort über den Stuhl. WTF, der nächste Spieler kam hier dazu und dann war es direkt ein anderer mit Little Mac. Ich mag diese Stage. Auch die Nicht-Omega-Version.
Hilfe, die ich hier runterlesen kann. Ich hätte lieber rumspringen sollen. So, nun war es dann soweit. Vier Lucarios im Teamkampf. Ich habe hier gerade mal zwei, drei Aufnahmen von diesen Lucario-Teamkämpfen, was vier war. Aber ich sag's euch, das waren um die, ja, bestimmt um die fünf Kämpfe davon. Meine Güte. Ich habe zum Ende immer noch einen gespielten Lucario. Und ein anderer, ein zweiter, wollte auch nicht mehr aufhören, mit Lucario zu spielen. Sag mal, können die beim Zuschauen noch so auseinanderhalten? Und schon wieder war es so, dass ich den Schmeichler erwischt habe. Ich konzentriere mich da immer sehr darauf, wann ich da zuschlag beim Schmeichler. Ich Glück. Ich habe eigentlich gedacht, ja, ich kriege jetzt da runter. Nein, ich habe mir den Hintern verbrannt.
weil es so schön war, gleich noch einmal. Und zwar die nächste Runde. Was für eine Atmosphäre hier. Lauter stolze Lokalkämpfer. Ich meine, bei Freunden, mich wundert es ja nicht, wenn Luga, Maxi oder FBI Lokalkämpfer spielen. Ja, wirklich klar. Es ist eine Sache, die man erwartet. Aber ist es wirklich zu erwarten, dass man 4 Lokalkämpfer und Teamkampf hat? Nein. Weil das sind Leute, die das eh nicht kennen. Und das sind wirklich Momente, da verbinden sich Herzen miteinander. Finde ich nicht. Wie alle nach dem Schmerzball springen. Mal kurz gucken, echt Abschluss. Autsch, ich krieg's ab. Täusche ich mich etwa. Nein, habe ich den doch erwischt. Ich wollte gerade nur auseinanderhalten. Ich habe in diesem Moment ums Überleben gekämpft. Ich versuche den Punkt nicht zu verlieren. Wenn wir beiden jetzt noch draufgegangen wären, dann hätten wir definitiv ein Sorgennetz gehabt. Und wir waren wirklich nah dran, ich und mein Teampartner, unsere Stocks zu verlieren. Ich zeige noch einen Kampf, und zwar eine Nahaufnahme, wie ich das meine, zeige ich euch. Oh, ich liebe diese Stage. Und ich benutze ja als Controller den D-Controller. Und ich habe jetzt gerade herangezogen mit den Einzelkopf. Bei all den Gegnern fing ich irgendwann mal wieder an, überwiegend mit meinen Kabelgegnern hier zu kämpfen.
Red Second Kill. Ich wollte nur jetzt noch einen aktuellen Kampf zeigen. Wie ich jetzt gerade so mit Lucario kämpfen tue. Und das war in Hard-of-Hard-Modus. So, bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und wie gesagt, Lucario ist an zweiter Stelle mein Main. Sorry fürs Wackeln. Oh yeah, der hatte Pech. Und das ging voll daneben für mich. Das hätte ich besser einschätzen sollen. Mit wenig Schaden habe ich echt nicht gehitten. Bedacht, dass ich Probleme hätte beim Hochkommen. Und ich fing an, sauer zu werden. Ich habe mir gedacht, jetzt komm, jetzt geh doch endlich mal drauf. Und dann dachte ich, okay, dann helfe ich halt ein bisschen aggressiver nach. Und den gleichen Trick von den Eichspieler habe ich gleich mal verhindert. Ja, ich habe gerade nichts unterlegt von meiner Kamera, deswegen wackel ich ein bisschen. Der Kampf war so lustig. Ich habe den Mittelmeck-Spieler etwas geärgert. Gehen, komm boxen, komm boxen! Na komm! Lucario ist schließlich ein Kampf-Pokémon. Naja, Typ Kampf und Stahl, nicht zu vergessen. Und das war gemein. Da dachte ich mir, oh komm, dir werde ich helfen.
was mir aufgefallen ist, also neben seiner Power, ist Little Mac vor allem mit diesen Punch-Attacken ziemlich schnell. Der kann mit seinem Angriff, mit dem von Lucario's Aura spielt, auf jeden Fall ziemlich schnell mithalten. Und ich hatte hier jetzt auch nicht wirklich Lust, hier 5 vor 12 meinen Kampf zu verlieren. Einen Kampf von neulich habe ich noch, den zeige ich euch. Welcher war das? Ich muss es überlegen. War das wirklich der Kampf? Nein, das ist nicht. Genau, den wollte ich noch mal zeigen. Der war wirklich geil, der Kampf. Thank you.
Ja, 30 Sekunden auf die Zeit drängen. Da habe ich mir gedacht, ich packe mal einen kleinen Kick aus. Ich zeige euch noch ein paar Fotos. Und zwar habe ich ein Vocabulo-Album angelegt. ups, eins zu weit. Ja, ich finde den Blick so geil von meinem Helfer auf dem Cabrio.
übrigens, bei der Konter, die Augenblockade sitzen nur dann auf,